Abgerissene Äste, umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller. Das waren die Auswirkungen der Unwetterfront, die am Donnerstag am Abend Schwerin heimsuchte. In der Feuerwehrleitstelle standen 2 Stunden lang die Telefone nicht mehr still. Im Vergleich zum Rest von Deutschland war das Unwetter in Schwerin jedoch mild. Am nächsten Morgen waren fast alle Schäden beseitigt.